Rakete für Israel. Sie ist in Kiew zur Welt gekommen. War auch in einem Weltcup-Wettbewerb noch nie auf dem Podest. Einmal Vierte auf dem Schwebebalken, das war 2006 in Gent. Also auch sie eher überraschend hier im Final. Sie bereits 21-jährig. Maria Maxuka. Ich kann sich gerade noch oben behalten. Mit einem super schwierigen Salto rückwärts gestreckt. Aber 5 Zentel sind da weg. Der zweite Wackler ist vorne gerade gefolgt. Keine Chance mehr auf Medaille. Pirouette ganz schön kontrolliert. Jetzt wieder gut auf Kurs. Ja, immer leicht aus dem Gleichgewicht macht es den Kampfrichter einfach, um jedes Mal ein Zehntel mehr. Auch hier wieder muss mit dem Oberkörper ein bisschen auf die Seiten ausweichen. Das sind alles Abzüge. Da wieder alles Unsicherheiten, die nachher zu einem grossen Abzug im Total führen in der E-Note. Schlusspfiff heisst Vorbereitung für den Schlusssprung. Doppelsalto rückwärts gebückt mit einem Ausfallschritt, aber bringt die Übung noch gut zusammen.